Da ist noch eine von denen. Die schnappen wir uns auf. Da kriegen wir den doppelten Bonus. Ich bin hier drüben. Na, Hauptsache, er ist beschäftigt. Ist er bereit? Ja, ist er bereit. Sagen wir das nicht? Es gibt eine Konsole im Hauptkontrollraum der Shard. Lade den Virus dort hoch. Er wird das Trägersignal dauerhaft unterbrechen und so die Reflection-Naniten deaktivieren. Du musst einfach nur ganz nach oben. Der Rest regelt sich von allein. Mehr oder weniger. Kinderspiel. Genau. Das war der größte Run aller Zeiten. Oder mein Tod. Geh es mal an. Noch einen letzten Rat? Nicht sterben. Ich schließe mich an. Das ist unsere Chance, Reflection im Keim zu ersticken. Also, los, Kleine. Rette uns alle. Obligatorisch machen. Das wird Ihnen auch noch das letzte bisschen persönliche
Botschafter damit sagen will, ist, dass es dir gelungen ist, auf einige Nachrichtendrohnen zuzugreifen. Diese können wir dich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Aufzüge und sowas. Es sieht aus, als würden sie die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Wenn ich oben bin. Der Kontrollraum ist auf jeden Fall. Durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Ich weiß, ich könnte das auch erleben. Ich dachte, ich schaue mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflex endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Der Virus wird das Trigger-Signal unterbrechen, wodurch die Nasen deaktiviert werden. Sie bleiben aber weiterhin in dir. Wenn Sie das Reflection-Trägersignal abschalten, bevor ich dort bin. Soweit wir es von hier aus beurteilen können, rechnen Sie weiterhin nicht mit dem Einsturz des Gebäudes. Es sind zwar einige Leute geflohen, aber die meisten bleiben dort. Ja, weil sie dämlich sind. Es könnte auch sein, dass wir uns irren, Plastik. Könnte es nicht. Ich habe die Berechnungen zweimal durchgeführt. Hast du dich schon jemals geirrt, Plastik? Nein. Als Koma. Was ist das?
erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, safe. Gemini, Kommunikation gestört, safe. Du wirst uns verlassen. Geh weiter und... Viele Bäume gesehen. Das ist wunderschön. Die Masse mittlerweile ist davon, aber Süßwasser wird in Cascadia schon bald ein überaus kostbarer Zutat. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Es muss ganz nach oben durch den Lüftungsschacht fällt. Aber wir müssen uns auf den Mauer abreißen, diese abgeschirrten...
melde dich in einer Woche. Selber Kanal. Okay, mach ich. Hey Leute! Wow. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand! Die Explosion hat einen der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Thank you.
existiert nicht mehr Wildface. Plastik versucht, die Ausguck-Türen für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch nach einem anderen Weg, nur falls es nicht schafft. Natürlich schaffe ich das. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Vergisst hier eine bestätige Gesichtung.
Objekt in Sicht. Sichtkontakt zu einer gesuchten. Thank you.
hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Cat! Bleib stehen! Cat! Cat! Rede mit mir! So endet die Geschichte. Ich
würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Also ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Krugersek. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Game. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen.